So, ihr Lieben, jetzt gehen wir noch mal schnell in eine Lounge. Ihr habt eine Lounge offen, toll, ne? Ja. Die Lounge heißt Valdemossa, ist im Moment auch die einzige Lounge, die hier in Mallorca, wir sind ja in Mallorca, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Ne? Ja. Also da gehen wir jetzt mal rein, ist eine Priority Pass Lounge und berichten wir euch gleich mal kurz von. Wir haben ja schon so lange keine Lounge mehr gehabt, ne? Bis gleich, ich zeige euch alles, ne? Ja. Hallo. So, hier ist der Tom nochmal und der Tom lächelt, weil wieder erwarten haben wir doch tatsächlich hier in Mallorca am Flughafen noch eine Lounge gefunden, eine Priority Pass Lounge, und die war offen und man kriegt sogar was zu essen und zu trinken. Die Pim trinkt gerade wieder ihren thailändischen Apfelsaft, den stellt die Firma Heineken jetzt auch her. Das ist ganz neu. Die Pim lacht auch nur. Also machen die mittlerweile auch Apfelsaft, ne? Und das war jetzt echt eine Überraschung für uns. Ich habe euch ja gerade gezeigt, den Eingang von der Lounge. Es war wirklich einfach nochmal was Überraschendes, sowas zu Corona-Zeiten zu finden und sich dann auch hier relativ ungezwungen zu benehmen. Also wenn man den Platz voll kriegt, einen Platz zugewiesen hier in der Lounge. Die Frau zeigt einen den Platz. Ich zeige euch das mal, wie sie uns zum Platz gebracht hat. Comfort. Perfect. Gracias. Would you like to drink anything? Yes. Und nachdem wir den Platz gefunden haben, nimmt sie auch gleich eine Bestellung entgegen dann für Getränke. Und das hat sie auch ganz toll gemacht. Also unkompliziert. Und wenn man was essen will, gibt es kein Buffet, dann muss man das einfach vorne bestellen, kriegt es an den Tisch gebracht. Ne? So ist das jetzt im Moment hier, aber das finde ich eine gute Lösung. So eine Lösung finde ich besser wie eine geschlossene Lounge. Ne? Oder eine Lounge, wo es gar nichts gibt, oder eine Lounge, wo es nur was zu mitnehmen gibt. Also ich denke, das hier ist auch relativ safe und ich zeige euch natürlich gleich noch ganz kurz die Lounge mal so ein bisschen. Und die Pim lächelt auch, ich zeige es euch mal. Weil das hatten wir ja schon so lange nicht mehr. Wo waren wir das letzte Mal in der Lounge, Pim? Wo war das? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. In Schweden oder wo? War das in Schweden? In Stockholm? Nee. Oder in München, ich weiß es auch nicht mehr. Ist schon so lange her, ist ja schon alles zu, so lange zu in Deutschland. Ne? Okay, ich mache es jetzt auch nicht zu lange, ich quatsche wieder zu viel. Ich weiß, ich bin müde, habe schon Sekt getrunken und wir sind ja unterwegs, da passiert das schon mal. Aber wie gesagt, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Lounge. Ich zeige dir euch noch ein bisschen, ich finde sie jetzt ein bisschen merkwürdig, die Free Lounge. Ein bisschen kalt, ein bisschen kühl, aber es ist okay. So, wir hängen immer noch in der Lounge. Ich darf nicht immer Lounge sagen, ich weiß. Da haben sich schon so viele Leute drüber beschwert, es heißt Lounge. Die Pim und ich, wir hängen immer noch in der Lounge ab. Und ich zeige euch mal gerade, wie das hier funktioniert. Man kann sich da an so Schränken was aussuchen und das bringen die einem dann an den Tisch. Man kann sich also ganz viele Tapas, es ist Tapas-Style, ihr habt es gesehen. Ich zeige euch mal gerade die Schränke. Und ihr seht,
Die Pim und ich, wir haben jetzt hier richtig aufgefahren. Also verschiedene Tapas, das ist alles im Tapas-Style. Und ich muss einfach sagen, das finde ich jetzt einfach wirklich toll. Also vom Angebot her ist das mit einer der besseren Lounge. Es ist eine gute Lounge. Die Pim lacht auch da hinten. Also von mir kriegen die auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Weil es gibt natürlich viel bessere Priority-Pass-Lounges, aber es gibt auch viel schlechtere. Da haben wir ja schon einige durch. Und so in diesem Tapas-Style. Wir sind hier auf Mallorca und wir fliegen ja gleich nach Menorca. Hier gibt es nochmal viel im Tapas-Style. Das finde ich wirklich in Ordnung. Und die Auswahl war auch wirklich gut. Und sämtliche alkoholischen Getränke sind auch inkludiert hier. Also es ist wirklich eigentlich, wenn man ein bisschen was noch essen möchte. Wir haben über zwei Stunden Zeit jetzt gehabt bis zum nächsten Flug. Passt das ganz genau. Ne? Ich wollte euch das ja nur mal zeigen, wenn ihr mal in Mallorca seid und vielleicht noch weiter fliegt, kann man, ich weiß nicht, wie es sonst ist, sonst gibt es ja hier ein Buffet und wie das dann aussieht, weiß ich nicht, aber jetzt mit dem Service finde ich das eigentlich sehr, sehr angenehm. Okay, wir essen jetzt, ne, Pim? Ja.